UniTV war für MDR Sputnik unterwegs und hat die Wölfe aus Weißenfels interviewt. Was die Jungs uns zu sagen hatten, seht ihr jetzt. Zu Weihnachten pflegt man ja auch gerne mal seine guten Geschäftsbeziehungen. Das haben wir auch vor. Deswegen haben wir gesagt, Mensch, die Jungs vom MBC, die Wölfe, haben uns schon so viele schöne Spiele beschert. Jetzt sagen wir mal Danke und wollen die Jungs einfach mal ein bisschen privat kennenlernen, so knickknack. Haben gesagt, okay, wir gehen auf den Weihnachtsmarkt nach Halle hier schön an die heiße Hütte, trinken eine Runde Mulled Wine und gucken mal, wie es denen so geht. Also erstmal herzlich willkommen, die Wölfe, MBC. Hallöchen! How are you doing? We're fine. You don't drink some mulled wine, why not? I drank already 5 of them, that's okay. You had 5 so far. Yeah, that's all I remember. You know. Sissy, look, I've also a name tag. Look at my name tag. Peter, wie gefällt es dir bis jetzt hier auf dem Weihnachtsmarkt in Halle? Sehr, sehr gut. Da es ja meine Heimatstadt ist, bin ich hier öfter mit meiner Familie und wir haben schon viele lustige Stunden hier verbracht. Du hast schon Augen. What my team mates don't know about me is I'm the nicest person on earth. What is my favorite sleeping position? In the bed. Are you satisfied with how you play so far? Ooh, nice question. To be honest, I will never be satisfied, even if I'm playing as great as I can play. You never want to be satisfied as a player. You always want to continue to try to grow. And so I will say definitely I'm not satisfied with how I'm playing. What about Serbia against Germany? 3-0 for Serbia. My goal and aim for this season? Yeah, museum, see some buildings and... some cultural stuff. Exactly, exactly. Expand my cultural horizons. De da mraze, ne skreći sa staze, ne oklevaj, ne dremaj, već pokloni sve. Wie viele Glühwein hast du schon getrunken heute? Bei 12 habe ich aufgehört. Nein, nein, nur Spaß natürlich. Als Profi trinkt man natürlich nur in Maßen, wenn überhaupt. Die MBC-Wölfe vom Weihnachtsmarkt in Halle. Ihr seht schon, hinter mir geht's ordentlich los. Der Glühwein wirkt, der Schneeapfel ebenfalls und wir hoffen, ihr hattet Spaß. Sputnik, hör auf deine Stimme.